Sehr geehrter Herr Bundespräsident, sehr geehrter Herr Fischer, ich möchte Ihnen mit dieser Videobotschaft vorweg einmal für Ihr Engagement gegen die Frau Barbara Rosenkranz danken und Ihnen auch danken, dass Sie sich offen gegen eine Aufhebung des NS-Verbotsgesetzes einsetzen, weil das ein sehr wichtiger Bestandteil ist, um eine demokratische Republik hier in Österreich zu erhalten. Dennoch finde ich es auch bedenklich bis verwerflich, dass die Hofburg eben als das repräsentativste Gebäude Österreichs dem Wiener Kooperationsring zur Verfügung gestellt wird, wo sich internationale Rechtsextreme treffen und vernetzen. Das fängt von NPD-Funktionären an, europaweit. Und ich finde es ein falsches Zeichen, dass solche Personen die Hofburg als ein Medium bekommen und sich dort offiziell treffen dürfen. Vielen Dank.